Wir sprechen jetzt über die Bilanzen der DAX-Konzerne. Und zwar möchte ich das tun mit Robert Halver von der Baader Bank. Er ist mir aus Frankfurt zugeschaltet. Schönen Tag, Herr Halver. Also im DAX, da haben bis heute 25 der 30 Konzerne ihre Quartalsberichte schon veröffentlicht. Wie bewerten Sie denn bisher die präsentierten Zahlen? Ja, guten Morgen nach Kulmbach. Man muss sagen, die Zahlen sind unisono oder zumindest im Durchschnitt durchaus sehr ermutigend. Wir haben ja, wenn man mal die Schätzungen nimmt, Analysten, das, was rausgekommen ist von Gewinnen her, eine positive Überraschung von 53%. Und interessanterweise auch die Ausblicke scheinen zu stimmen. Also das passt nicht ganz zu den schlechten Konjunktureinschätzungen der Wirtschaftsweisen. Also das macht schon Mut zu sehen, dass die deutsche Industrie sagt, also längerfristig, auch mit Blick in die Zukunft, sieht das Ganze gar nicht so schlecht aus. Also diese dritte Berichtssaison in diesem Jahr hat bis jetzt, wie ich finde, schon positiv überrascht. Welche Unternehmen haben Sie denn persönlich besonders positiv oder auch negativ überrascht? Ja, unsere Zykliker zum Beispiel, das hat mir schon gefallen, wenn Sie die Autoindustrie zum Beispiel mal sehen, BMW oder Daimler, auch die Ausblicke sind da recht stabil und das ist ja immerhin ein Preissegment, wo man schon mal ein bisschen für sparen muss. Da läuft es in Amerika und China offensichtlich gar nicht schlecht, das gilt aber auch für die anderen Zykliker, die wir in Deutschland haben. Was natürlich sehr schlecht aussieht nach wie vor, sind die Energieversorger, die Energiewende, die muss langsam mal zu Ende gebracht werden, da muss die Politik in Berlin langsam mal überlegen, was sie machen will. Die Kakophonie tut den beiden Konzernen E.ON und RWE überhaupt nicht gut. Ja, und die Banken nach wie vor haben natürlich noch Altlasten, die bewerkstelligt werden müssen, die abgeschrieben werden müssen. Aber so langsam sieht man da auch die Keimlinge, die grünen Keimlinge hochkommen, dass es nicht mehr so schlecht aussieht. Aber die Zykliker, das ist ja mein Bericht vor allen Dingen, wenn man deutsche Aktien einschätzt, so schlecht ist das nicht. Es haben ja fast alle die Erwartungen, die Umsatzerwartungen der Analysten übertroffen. Auch die Gewinne sind mehrheitlich jetzt besser als erwartet ausgefallen. Erwartet uns vor diesem Hintergrund vielleicht doch noch so eine kleine Jahresendrallye im deutschen Leitindex? Ja, also ich meine, wir waren ja schon bei 8.400 drunter. Jetzt sind wir ja deutlich über 9.000. Das heißt, eine gewisse Herbstrallye haben wir ja schon gehabt. Ich denke aber zumindest, wir haben sicherlich nicht die Angst, dass wir hier einen Crash bekommen müssen. Dazu fehlen die Zutaten. Wir haben weder von der Geldpolitik eine Restriktion, wir haben nicht von den Energiepreisen eine Restriktion. Die Weltwirtschaftskrise herbeigeredet wird, sehe ich auch nicht. Weder in den USA noch in China, wo es stabiler wächst. Nicht mehr so dynamisch, aber immerhin stabiler. Und das ist für die deutsche Exportindustrie wichtiger als diese extremen Exporträusche, die irgendwann in eine Blase enden könnten. Also das ist durchaus ein stimmiges Umfeld. Und wenn man auch sieht, dass der Euro ja schwächer geworden ist und dass die Alternativrenditen nicht da sind, dann bin ich der Meinung, dass wir 10.000 näher sind als einem Aktiencrash. Der Absturz des Euro, der verbessert ja auch die Geschäftsaussichten der exportorientierten Unternehmen. Werden uns denn dann auch im vierten Quartal vielleicht positive Überraschungen hier erwarten? Der Euro hilft natürlich längerfristig. Das wird sich sofort dann festschreiben, weil ja auch viele Unternehmen dann auch Währungsabsicherungen gemacht haben. Aber natürlich ein schwacher Euro auf der Stimmungsebene ist das sehr positiv zu werten. Und wir stellen ja auch fest, dass unser aller Mario Draghi, der EZB-Chef, ja nicht müde wird, auch den Euro zumindest indirekt zu schwächen. Das würde er niemals sagen, aber das hat er immer im Kopf. Ich bin auch sicher, wenn er in die Kirche geht sonntags, dass er für einen schwachen Euro betet, weil der Euro hilft natürlich längerfristig, gerade der europäischen Wirtschaft, die ja jede Unterstützung braucht. Das ist schon sehr positiv, dass der Euro schwächer wird. Es wird so ein bisschen ein Abwertungswettlauf mit den Japanern sein, die auch alles dafür tun, damit ihr Yen günstiger wird. Wir werden sehen, wenn man die Nase vorn hat. Aber zumindest zum Dollar, bin ich sicher, wird der Euro noch in den nächsten Jahren deutlich schwächer werden. Dann hat ja auch die EZB weiter lockere Zügel bei der Geldpolitik versprochen. Welche Folgen wird denn eine lange Niedrigzinsperiode in Europa auf die Finanzmärkte dann haben? Es hat natürlich mit Stabilität nichts mehr zu tun, was wir hier haben. Das ist ja, ich sage es ja immer, wenn wir Zinsen haben, dann muss man sagen, wir haben hier fast scharia-konforme Zinsen. Aber entscheidend ist natürlich, dass die EZB eine Konjunkturpolitik macht. Definitiv und ganz massiv. Und es wäre auch ja eigentlich fast schon eine Verschwendung, wenn man diese äußerst günstigen Zinsen, die wir haben, nicht für neue Schulden verwenden würde. Noch einmal, mit Stabilität hat es nichts mehr zu tun. Entscheidend ist aber, dass die EZB sagt, die günstigen Zinsen könnt ihr Staaten der Euro-Südzone nehmen, um neue Schulden zu machen. Das stabilisiert die Konjunktur, damit auch die Exporterwartungen der deutschen Industrie. Und was die Amerikaner vorgemacht haben, die Japaner, auch die Engländer, teilweise die Schweizer, werden wir eben jetzt auch machen. Deutlich mehr Konjunkturstützung, das spricht für Aktien und eben nicht für Rentenwerte. Das heißt, der Anleger sollte dem Aktiensegment auf jeden Fall treu bleiben, auch mit Blick auf die Dividendenrendite, die ja deutlich höher liegt als das, was man bei Staatspapieren bekommt. Es führt nach wie vor kein Weg an Aktien vorbei. Sagt Robert Halver, besten Dank für Ihre Einschätzungen. Bitte sehr.